Dance. So heißt der inklusive Tanzworkshop, den Tali Wertheim und Chai Cohen von der israelischen Tanzkompanie Vertigo leiten. Der Workshop steht im Zeichen der Kontaktimprovisation, die in den 70er Jahren in New York entwickelt wurde. Dabei geht es darum, neue Tanzformen auszuprobieren und an Orte zu gehen, die allen zugänglich sind, wie Parks oder Turnhallen. Außerdem sollen ganz normale Bewegungen wie Sitzen, Liegen oder Springen als Teil des Tanzes verstanden werden. Auf dieser Grundlage haben die beiden Coaches den Workshop für Menschen mit und ohne Behinderung entwickelt. Die Idee dahinter, Menschen an einem gemeinsamen Ort zu versammeln. Das Alter ist dabei egal. Es spielt keine Rolle, ob mit oder ohne Behinderung, ob Profitänzer oder nicht Profi. Die Idee, alle diese Menschen zusammen in ein Studio zu bringen, ist nicht selbstverständlich. Normalerweise sind ja Menschen mit Behinderung nicht zu Tanzworkshops eingeladen. Und die Vorstellung, alle Menschen in einem Raum zu treffen und alle gleich zu behandeln, um zu schauen, was zusammen entstehen kann, das ist etwas sehr, sehr Besonderes. Bei der Kontaktimprovisation tanzen mindestens zwei Menschen miteinander. Sie improvisieren und haben dabei immer mindestens einen Kontaktpunkt. Das kann durch direkte Berührung sein oder auch durch die Verbindung des Blickes. For us it's a form of communication that is not verbal. Für uns ist es eine Art der Kommunikation, eine, die nicht verbal ist. Es gilt, die Wände der verschiedenen Menschen zu überwinden. Normalerweise gibt es Berührungsängste, aber durch die Kommunikation des Körpers können wir diese Wände überwinden und etwas sehr Tiefes in der anderen Person fühlen. Die Teilnehmenden sollen Berührungsängste verlieren, vor dem eigenen und vor einem fremden Körper. Oder eben auch vor einem Körper mit einer Behinderung. Schnell bekommen sie im Stuttgarter Theaterhaus ein Gefühl für den Körper der anderen und Vertrautheit entsteht. Wir arbeiten mit dem, was wir haben und denken nicht an das, was wir nicht haben. Wenn man von diesem Standpunkt aus startet, kann man alles zurücklassen und sich nur auf das fokussieren, was man hat.